Hallo, meine Lieben. Heute wollen wir wieder über eines meiner Lieblingsthemen reden, nämlich das Thema Babyschlaf. Ja, nichts ist, glaube ich, für Eltern so krass einschneidend im Leben wie eben die Veränderung des Schlafs, des eigenen Schlafs eben durch ein Baby. Und deswegen wird über das Thema natürlich auch wahnsinnig viel gesprochen und ist auch, glaube ich, eins der Themen, worüber Eltern auch mit Abstand am meisten irgendwie reden. Und es hat auch einfach natürlich einen wahnsinnig großen Einfluss auf die eigene Lebensqualität, wie fit man ist, wie viel man am Tag über schafft und auch wie gut gelaunt man ist. Und natürlich auch für das Kind hat es natürlich auch einen wahnsinnigen Einfluss, weil natürlich ein ausgeschlafenes Kind natürlich um einiges vergnügter und besser gelaunt ist als ein Kind, was nachts schlecht geschlafen hat. Von daher ist es auf jeden Fall ein Thema, wo es sich auf jeden Fall daran lohnt, irgendwie zu arbeiten. Und genau, also an der Stelle muss man auch sagen, dass das natürlich jetzt so in den ersten Monaten, also ich würde mal sagen, wenn das Kind so zwischen 1 bis 4 Monate alt ist, natürlich irgendwie normal ist, das Kind jetzt nicht so gut schlafen, weil sie einfach eben noch nicht so Tag und Nacht unterscheiden können, einfach auch tagsüber natürlich irgendwie sehr viel noch schlafen und dann einfach das so ein bisschen im Prinzip schon fast so wie Zufall ist, dass einfach manche Eltern da am Anfang Glück haben und das Kind halt relativ schnell schon relativ gut schläft und nicht so oft aufwacht, manche Eltern auch einfach Pech haben und das Kind halt einfach nachts sehr oft aufwacht oder sogar im schlimmsten Fall irgendwie noch Wachphasen hat. Ja, viele Eltern denken dann auch darüber hinaus, dass es halt weiterhin irgendwie Glück oder Pech ist, da manche Eltern erzählen, oh, mein Kind schläft jetzt schon richtig gut und wacht vielleicht nur noch ein- oder zweimal auf oder gar nicht mehr. Und man selber kämpft vielleicht noch damit, dass das Kind im schlimmsten Fall vielleicht sogar noch irgendwie alle 2 Stunden oder noch öfter aufwacht. Und oft ist es auch tatsächlich so, dass Kinder schon so mit 3 Monaten oder 4 Monaten schon mal relativ gut geschlafen haben, auch schon mal eine ziemlich lange Zeit am Stück irgendwie den ersten Schlaf in der Nacht gemacht haben. Und dann plötzlich so eine Phase kommt, wo Kinder wieder anfangen, deutlich schlechter zu schlafen und wieder viel öfter aufwachen. Und Eltern dann auch einfach natürlich sehr schnell irgendwie frustriert sind, aber halt auch einfach weiterhin denken, okay, wir haben einfach Pech mit unserem Kind, unser Kind ist ein schlechter Schläfer und halt sich damit abfinden. Und da muss ich halt wirklich sagen, dass das halt eigentlich nicht so ist und nicht notwendig ist. Also man muss sich nicht damit abfinden, dass das Kind nicht gut schläft, weil man auf jeden Fall einen Einfluss darauf nehmen kann und da auf jeden Fall es viele Möglichkeiten gibt, wie man den Babyschlaf verbessern kann. Und eben ja für sich selber, aber auch für das Kind einfach mehr Lebensqualität schaffen kann, indem einfach dann alle Beteiligten der Familie einfach wieder ausgeschlafener und fitter irgendwie sind. Ja, heute wollen wir vor allem darüber sprechen, was man eben machen kann, wenn das Kind nachts sehr schlecht schläft und sehr oft aufwacht und wie man eben dazu beitragen kann, dass das Kind eben längere Zeit am Stück schläft oder vielleicht sogar, wenn es alters entsprechend möglich ist, sogar durchschläft. Es macht allerdings Sinn, wenn ihr euch das Video zum Thema Einschlafen noch nicht von mir angeschaut habt, dass ihr euch das einmal zuerst anschaut. Ich verlinke euch das einmal hier oben. Da geht es nämlich um solche Themen wie die richtigen Parameter in dem Raum zu schaffen, in dem das Kind schläft, aber auch sowas wie den richtigen Einschlafzeitpunkt zu finden oder auch zum Beispiel eine passende Abendroutine für das Kind zu finden. Und das sollte man auf jeden Fall zuerst alles einmal sich anhören und eben beachten und durchführen, weil erst dann macht es dann Sinn, den nächsten Schritt zu gehen und halt an dem Thema Durchschlafen zu arbeiten. Also wenn ihr es noch nicht gemacht habt, wie gesagt, schaut da gerne einmal zuerst rein und kommt dann wieder zu diesem Video zurück. Ja, und es wird auch in Zukunft noch weitere Videos zum Thema Schlafen geben, also folgt mir da auch sehr gerne, sodass ihr dann auch die weiteren Videos dann in Zukunft von mir noch sehen könnt zu dem Thema. Ja, der Hintergrund, warum ich diese Videos aufnehme, ist tatsächlich auch, dass wir auch sehr stark mit dem Thema Schlaf eigentlich schon von Beginn an zu kämpfen hatten. Unser Sohn hat tatsächlich dann allerdings so mit 3, 4 Monaten eigentlich mal richtig gut geschlafen und dann ist es plötzlich so im 5. Monat dann plötzlich total bergab gegangen, dass er dann wirklich ein paar Nächte hatte, wo er auch wirklich jede Stunde wach geworden ist. Und dann so im 6., 7. Monat ist auch dann eigentlich auf einem sehr schlechten Niveau geblieben ist. Er dann einfach nachts wirklich sehr oft aufgewacht ist. Ich auch dann zum Teil wirklich Probleme hatte, ihn nachts wieder in sein Bett abzulegen, weil er jedes Mal wieder aufgewacht ist und geweint hat. Und ich dann schon wieder angefangen habe, mit ihm im Arm zu schlafen. Mit 6,5 Monaten, wo ich mir dann auch dachte, so, okay, das kann einfach nicht sein, dass das jetzt irgendwie so alles läuft und ich einfach selber wirklich verzweifelt war, weil ich einfach wirklich da zu dem Zeitpunkt wirklich auf Zahnfleisch gegangen bin und einfach wirklich sehr übermüdet war und einfach auch tagsüber irgendwie gereizt war und einfach mir auch die Geduld irgendwie gefehlt hat, wenn der Kleine mal irgendwie quengelig war und so und ich einfach dachte, so, nee, das kann einfach nicht sein, man muss da irgendwas machen können und mir dann einfach wirklich wahnsinnig viele Bücher und Podcasts und irgendwie Zeitungsartikel und Ähnliches durchgelesen habe, wo das Thema eben behandelt wird und da für mich so eine Strategie entwickelt habe, die eben sehr gut funktioniert hat. Und ich da wirklich auch einfach sehr geflasht war, wie wirklich schon so ja, ein paar Veränderungen wirklich auch innerhalb von ganz kurzer Zeit, also innerhalb von ein paar Tagen wirklich dazu geführt haben, dass unser Kleiner viel schneller eingeschlafen ist und auch viel besser nachts geschlafen hat. Und ich möchte es einfach jetzt weitergeben und einfach auch anderen Eltern halt die Möglichkeit geben, den Babyschlaf einfach wirklich sehr schnell und einfach zu verbessern. Und ja, glaubt mir, man kann da wirklich was dran ändern. Ihr müsst einfach nur den Mut haben, Dinge eben mal anders zu machen und auch mal ja, vielleicht 1, 2 Tage wirklich die Zähne zusammenbeißen und halt auch mal hinnehmen, dass es halt alles ein bisschen anstrengender ist. Ja, deswegen soll es heute in dem Video darum gehen, wie ihr eben den Nachtschlaf eures Babys verbessern könnt, wie ihr eben die Häufigkeit des Aufwachens und der Still-Sessions nachts eben minimieren könnt
Und wir einfach dann darauf hinarbeiten können, dass das Baby eben mehr und mehr durchschläft nachts. Ja, grundsätzlich vorneweg möchte ich euch nochmal ein paar Informationen zum Thema Babyschlaf geben, damit ihr einfach so ein bisschen besser versteht, was halt auch nachts mit dem Kind passiert und warum das Kind so oft aufwacht. Also es ist so, so circa ab dem vierten, fünften Monat fängt es eben an, dass Kinder so einen Schlafzyklus ausbilden. Das ist eben normalerweise so ein Zyklus, der so circa 40 Minuten geht. Das kennt ihr vielleicht auch, wenn euer Kind zum Beispiel tagsüber schläft, dann ist es oft genau diese 40 Minuten. Das ist eben genau ein Schlafzyklus. Eben das Kind schläft ein, ist dann erst mal 10 Minuten in so einem leichteren Schlaf, wo es eben dann auch schneller wieder wach werden kann. Fällt dann eher in so einen tieferen Schlaf, dann ist es auch meistens sehr regungslos. Und dann ist auch so, dass wirklich irgendwie, keine Ahnung, die Feuerwehr vorbeifahren kann und das Kind normalerweise nicht aufwacht. Und dann so nach circa 30 Minuten geht es dann wieder langsam in einen wacheren oder in einen leichteren Schlaf über. Und dann so nach 40 Minuten wacht das Kind einmal kurz auf. Also das sieht man auch, wenn man das mal beobachtet, auch oft, dass Kinder dann wirklich kurz die Augen aufmachen und einfach so checken, wo bin ich gerade und ist halt noch alles in Ordnung. Das ist bei uns Erwachsenen auch so. Das ist einfach von der Natur so eingerichtet, damit wir einfach uns halt auch nachts irgendwie einfach sicher fühlen können. Dass wir einfach, ich sag mal, so aus Sicht von irgendwie Steinzeitmenschen irgendwie einfach sicher sind, dass jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, irgendwie ein Säbelzahntiger sich angeschlichen hat oder irgendwo ein Feuer ausgebrochen ist oder keine Ahnung. Und daher dieser kurze Check. Wir Erwachsenen machen das auch. Wir erinnern uns allerdings am nächsten Tag nicht mehr dran, weil wir halt einfach direkt wieder einschlafen, wenn halt jetzt nichts irgendwie auffällig ist. Bei dem Kind ist es allerdings so, dass es halt dann sein kann, dass einfach das Kind irgendwie merkt, okay, ist jetzt was anders und deswegen dann halt aufwacht. Und wenn jetzt die Situation sich halt geändert hat, also zum Beispiel, wenn man das Kind jetzt irgendwie an der Brust zum Einschlafen gebracht hat und dann irgendwo nach 10 Minuten ins Bett abgelegt hat, dann kann es halt sehr gut sein, dass das Kind nach 40 Minuten aufwacht und irgendwie denkt so, huch, ich bin ja gar nicht mehr bei Mama an der Brust, ich liege jetzt ja irgendwie in diesem kühlen Kasten hier irgendwie ganz alleine. Und dann halt natürlich irgendwie Alarm schlägt und halt nach euch ruft und ihr das Kind dann wieder an die Brust nehmen müsst oder zumindest irgendwie anderweitig beruhigen müsst, damit es halt wieder einschläft und weiterschlafen kann. Man spricht da von sogenannten Schlafassoziationen. Also das ist wirklich alles, was man irgendwie selber macht, damit das Kind sich irgendwie beruhigt und in den Schlaf findet. Also da gehört sowas dazu wie eben Einschlafstillen oder Flasche geben zum Einschlafen, aber auch sowas wie ein Schnuller oder auch rumtragen, also so Schaukelbewegungen, Federwiege, auch im krassen Fall irgendwie im Auto rumfahren oder keine Ahnung. Also alles, was man irgendwie als Hilfestellung dem Kind gibt, damit es eben einschläft, das ist eben eine Schlafassoziation. Es gibt da, sage ich mal, neutrale Schlafassoziationen, die halt nicht schlimm sind und es gibt halt insofern negative Schlafassoziationen. Negativ in dem Sinne, dass es eben ein Problem darstellt, weil man die eben die ganze Nacht über nicht durchhalten kann. Also wenn das Kind zum Beispiel an der Brust einschläft, das kann man ja nicht die ganze Nacht lang durchziehen, also irgendwann wird das Kind ja ablegen und das führt dann halt dazu, wenn das Kind aufwacht, dass halt einfach die Situation für das Kind sich eben geändert hat. Oder auch wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie das Kind in der Trage zum Schlafen brachte oder in der Federwiege und dann ins Bett rüberlegt, ist halt genau das gleiche Problem. Dann gibt es halt neutrale Einschlafhilfen, die halt kein Problem darstellen, weil die halt die ganze Nacht über beibehalten werden können. Das ist zum Beispiel sowas wie, dass man White Noise abspielt, der die ganze Nacht lang weiterläuft. Oder dass man dem Kind irgendwie so ein Schmusetuch ins Bett legt, was dann die ganze Nacht dort bleiben kann. Oder aber auch ein Schnuller, wenn das Kind eben in der Lage ist, den Schnuller halt nachts sich wieder selber in den Mund zu stecken. Und ja, da ist jetzt sozusagen schon der große Schlüssel dazu, dass man die Nächte irgendwie besser macht und das Aufwachen des Kindes halt reduziert, ist eben, dass man sich von diesen negativen Schlafassoziationen, die man halt nicht die ganze Nacht lang durchziehen kann, eben lösen muss. Genau, also das bedeutet tatsächlich, dass man sich halt von solchen Dingen wie Einschlafstillen oder Rumtragen oder noch extremere Dinge wie Federwiege oder Babytrage oder so zum Einschlafen halt auf jeden Fall leider trennen muss, wenn man halt die Nächte besser machen möchte. Das klingt jetzt im ersten Moment hart, ich komme da aber gleich darauf zu sprechen, dass es eigentlich tatsächlich gar nicht so schwer ist und man das Kind eigentlich da relativ schnell davon entwöhnen kann. Aber das ist halt wirklich der Schlüssel, weil wenn man das halt weiterhin beibehält, dann wird das Kind halt einfach nachts immer wieder danach verlangen, dass man halt diese Einschlafhilfe dem Kind eben gibt, damit es halt wieder einschlafen und weiterschlafen kann. Und nur wenn man sich halt davon trennt, hat das Kind halt wirklich die Chance, dann auch zu lernen, wie es sich halt auch selber beruhigen kann und auch selber den Schlaf finden kann und dann auch nachts das Ganze eben wiederholen kann, ohne dass es halt immer die Hilfe von den Eltern braucht. Und von daher ist das halt wirklich sehr wichtig, dass man sich halt von diesen Dingen eben mit trennt. Ja, man muss auch noch dazu sagen, dass halt einfach Kinder im Alter von 4, 5 Monaten auf jeden Fall in der Lage dazu sind, sich halt auch selber zu beruhigen. Die Kinder müssen einfach nur lernen, wie sie das halt machen können. Und man muss da jetzt irgendwie keine Sorge haben, dass das Kind jetzt irgendwie das einfach nicht schafft, alleine einzuschlafen. Also das Kind ist auf jeden Fall dazu in der Lage. Es ist nur einfach bisher noch nicht so zum Vorschein getreten, weil man halt einfach selber immer mit diesen Hilfestellungen, die man halt gegeben hat, sozusagen das Kind davon abgehalten hat, eben seine eigenen Methoden zu entwickeln, wie es sich eben selber beruhigen und in den Schlaf bringen kann. Ja, deswegen sollte es auf jeden Fall die Zielsetzung sein, dass das Kind eben eigenständig im Bettchen selber einschläft und zwar eigentlich mit keinen Hilfestellungen, die nicht irgendwie die ganze Nacht über zur Verfügung stehen können.
Genau, ja. Und wenn ihr das halt schon mal geschafft habt, dass euer Kind ab jetzt sofort im eigenen Bettchen einschläft, dann seid ihr auf jeden Fall schon mal einen großen Schritt gegangen. Also bei uns war es tatsächlich auch so, dass eigentlich direkt sogar ab dem zweiten Abend eigentlich die Nächte deutlich besser geworden sind und er statt irgendwie 5 bis 8 Mal plötzlich wirklich nur noch 3 oder 4 Mal aufgewacht ist. Und das hat einfach schon mal wahnsinnig viel gebracht. Wenn ihr jetzt aber jetzt noch weiterführen wollt, dass ihr halt auch sagt, okay, ihr wollt halt euch jetzt nicht damit zufrieden geben, dass das Kind vielleicht nur noch 3 oder 4 Mal aufwacht, sondern ihr wollt wirklich vielleicht sogar nur noch, dass es einmal aufwacht oder vielleicht auch gar nicht mehr, dann ist halt auch der nächste Schritt, dass ihr halt auch wirklich die Stillsessions halt nachts noch irgendwie reduzieren müsst. Also oft ist es einfach mit dem Trinken nachts halt tatsächlich einfach noch so eine Gewohnheit. Also normalerweise bräuchten eigentlich Kinder so ab circa 6, 7 Monaten eigentlich nachts keine zusätzliche Nahrung mehr, weil sie eigentlich in der Lage sind, tagsüber genug aufzunehmen. Also gerade wenn sie auch schon irgendwie vielleicht mittags und abends einen Brei bekommen, dann sind sie eigentlich sowieso gerade von dem Abendbrei eigentlich so gesättigt, dass sie halt theoretisch eigentlich nachts keine zusätzliche Milch mehr bräuchten. Das heißt, das Trinken ist halt einfach noch so eine, ja, Gewohnheit, die das Kind halt irgendwie noch hat. Und da muss man halt einfach so diese Still-Sessions einfach so nach und nach halt auch irgendwie reduzieren. Und da ist meine Empfehlung, dass man auch jetzt nicht unbedingt die radikale Methode geht, ist natürlich auch möglich, aber dann wahrscheinlich schon irgendwie ein bisschen schwieriger, würde ich es auch in dem Moment jetzt nicht unbedingt empfehlen. Sondern dass man einfach wirklich versucht, dass man einfach Nacht für Nacht so nach und nach eine Stillsession nach der anderen eben erstmal zu verkürzen. Also wenn das Kind jetzt zum Beispiel normalerweise, weiß ich nicht, das erste Mal um Mitternacht aufwacht und irgendwie 5 Minuten trinkt, dass man dann erstmal sich diese erste Stillsession in der Nacht eben rauspickt und dann einfach sagt, okay, man reduziert die jetzt. Also vielleicht in der ersten Nacht sind es dann irgendwie nur noch 4,5 Minuten, in der zweiten Nacht nur noch 4 Minuten, in der dritten Nacht nur noch 3,5, nur noch 3 und so weiter, bis man dann eben nur noch eine ganz kurze Stillsession hat und dann irgendwann das Kind eigentlich dann gar nicht mehr in der Brust trinken muss, weil es einfach dieses Hungergefühl nicht mehr hat, weil es sich halt abgewöhnt hat, eben zu dieser Uhrzeit noch was zu trinken. Und das kann man dann halt so nach und nach mit allen Stillsessions eben machen. Also wie gesagt, es ist empfehlenswert, immer mit der ersten in der Nacht anzufangen, weil Kinder also immer die Tendenz haben, das erste Schläfchen in der Nacht eben am längsten zu machen. Das heißt, es ist halt auch so, ja, das Natürlichste, dass Kinder halt da am Anfang einfach länger durchschlafen und dann kann man eben so nach und nach eben auch die anderen Stillsessions eben noch reduzieren. Man sollte dabei natürlich immer einfach das in so einem Rahmen lassen, dass natürlich für das Kind irgendwie gut ist. Also auch da gibt es ja irgendwie so Durchschnittswerte oder Standardwerte, wie oft halt Kinder zum bestimmten Alter eben nachts noch was zu trinken brauchen. Wie gesagt, ab 6, 7 Monaten eigentlich gar nicht mehr. Wenn euer Kind jetzt noch jünger ist, dann solltet ihr vielleicht halt überlegen, ob ihr halt 1 oder 2 Stillsessions eben noch beibehalten wollt. Aber den Rest könnt ihr halt guten Gewissens eben so langsam nach für nach eben ausschleichen, indem ihr halt einfach die Länge der Stillsessions eben reduziert. Aber normalerweise ist es wirklich so, wenn Kinder halt lernen, sich eben selber zu beruhigen und eben nachts oder abends dann auch in ihrem Bett selber einschlafen, dass es eben auch schon automatisch zu einer Besserung irgendwie kommt und das Kind einfach dadurch schon weniger häufig irgendwie aufwacht. Ja, und wenn euer Kind nachts wach wird, dann sollte man auf jeden Fall auch beachten, dass man jetzt nicht immer direkt das Kind aus dem Bett rausnimmt und sofort irgendwie die Brust gibt oder so, sondern man sollte da so diese Leitertechnik benutzen, indem man sich vielleicht so 5 Schritte überlegt, die man immer der Reihe nach erstmal durchführt. Ja, und zwar sollte da der erste Schritt immer etwas sein, was sozusagen am wenigsten Eingriff von einem selber ist. Also das erste könnte zum Beispiel sein, wenn man jetzt gerade draußen ist, in einem anderen Zimmer oder das Kind sowieso im eigenen Zimmer schläft, dass man vielleicht erstmal ins Zimmer reingeht und sich vielleicht so hinstellt, dass das Kind dann irgendwie sehen kann. Dann könnte der zweite Schritt sein, dass man vielleicht erstmal irgendwie was Beruhigendes sagt oder irgendwie die Hand zum Beispiel nochmal dem Kind irgendwie gibt, dass es nochmal Händchen halten kann. Und wenn man halt irgendwie so 3, 4 verschiedene Sachen probiert hat, das muss auch immer nicht lange sein, es kann immer nur kurz irgendwie sein, dass man einfach schaut, ob es halt irgendwie schon ausreicht oder nicht, dass man halt wirklich erst dann hingeht und das Kind halt rausnimmt, vielleicht sogar auch erstmal irgendwie kurz rumträgt oder wie auch immer. Und halt wirklich, wenn man merkt, okay, es hilft da wirklich gar nichts anderes mehr, dass man halt erst dann die Brust gibt. Also dass man halt jetzt nicht immer das sofort macht, sondern erstmal schaut, ob das Kind vielleicht auch mit schon weniger Hilfestellung halt wieder in Schlaf findet. Weil oft ist es dann auch so, dass Kinder dann auch manchmal wirklich schon mit weniger Dingen halt irgendwie auch einschlafen können und man gar nicht jedes Mal die Brust irgendwie geben muss. Ja, und wenn ihr das Kind dann entweder anderweitig beruhigt habt oder auch die Brust gegeben habt, dann sollte man auf jeden Fall dieses Einschlafen im Bett halt weiter durchziehen die ganze Nacht lang. Also man sollte dann jetzt nicht nachts anfangen und wieder warten, bis das Kind an der Brust eingeschlafen ist und dann ins Bett ablegen, sondern man sollte dann halt genauso das Kind eben wieder müde, aber halt noch wach ins Bett legen, dass halt dann auch nachts eben wieder im Bett in seinen Schlaf findet. Das ist tatsächlich nachts nochmal ein bisschen eine größere Herausforderung, weil man sich da auch selber irgendwie müde ist und einfach ja noch mehr das Bedürfnis hat, es eben möglichst schnell auch selber wieder einzuschlafen. Aber das ist halt auch wichtig, dass man da einfach wirklich irgendwie konsequent ist. Beißt dann wirklich die Zähne zusammen und zieht es wirklich mal 2, 3 Nächte lang durch. Ihr werdet wirklich so gute Ergebnisse haben und eure Nächte werden wirklich so viel besser werden und auch das Einschlafen wird besser werden, dass sich das wirklich einfach absolut lohnt. Ja, ich hoffe, das Video hat euch irgendwie weitergeholfen und ihr könnt die Techniken umsetzen und eure Nächte einfach für alle Beteiligten einfach so viel besser machen. Wenn euch das Video weitergeholfen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr andere Eltern kennt, die mit dem Thema kämpfen, dann empfehlt das Video auch gerne weiter.
Und wenn ihr auch noch die anderen Videos von mir sehen wollt, auch in Zukunft noch Videos sehen wollt zu den Themen Schwangerschaft, Geburt und dem Leben mit Baby, dann abonniert sehr gerne meinen Kanal. In dem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben.